Wie sieht es in öffentlichen Gebäuden, also zum Beispiel Schulen, aus? Sind die für die Hitze gewappnet? Ich schau mal nach. Ja, also eine Klimaanlage gibt es hier schon mal nicht. Fast 34 Grad hat es hier. Mir läuft der Schweiß. Und die arme 6D hat auch noch Geschichte gerade. Wie kann man denn bei den Temperaturen noch lernen? Geht es noch? Können da die Köpfe rauchen? Naja, also manchmal schon, aber es ist schon ziemlich anstrengend und man kann sich halt nicht mehr so gut konzentrieren. Wer findet, dass Lernen bei dieser Hitze unerträglich ist? Das ist nicht wunderlich. Herr Kronbach, das ist doch der Hammer. 33 Grad hat es hier. Überfordern Sie die Schüler nicht hier? Ja, überfordern. Es ist halt so, wir sind eine Ganztagesschule und ich kann nicht einfach sagen, jetzt am Nachmittag ist hitzefrei, sondern die Schüler sind einfach hier. Aber manchmal ist das so heiß, da machen wir sogar statt im Unterricht machen wir eine Wasserschlacht. Es wäre noch viel heißer, aber ob wir dafür gerüstet sind.